Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video geht es um ein Produktreview. Ich habe von der Firma Humail ein Produkt geschickt bekommen, daher auch die Kennzeichnung als Produktplacement oder Werbevideo, wie auch immer. Eigentlich geht es darum, sie haben mich darum gebeten, ein Review zu machen. Und ich habe mir angeschaut, was ist das für ein Produkt, was sie vorstellen, wo kriege ich es her, wie viel kostet es, was macht die Firma generell, sagt das Produkt mir zu, passt zu meinem Video-Content, und je nachdem habe ich mich dann entschieden, ja, das Produkt-Review zu machen oder nicht zu machen. Es wird ein ehrliches Review geben, weil ich mir denke, wenn mir was nicht passt, dann werde ich es auch sagen. Schauen wir mal uns das an. Jeder kennt das, der Kabelwahnsinn nimmt überhaupt kein Ende. Im Prinzip braucht man so eine Art jede Menge Kabel, um seine Geräte mit Strom zu versorgen. Bei dem Produkt handelt es sich um eine Storage-Lösung, das heißt eine Lösung, um zum Beispiel Kabeln zu organisieren. Gut, das kennt man, es gibt Kabelbinder, es gibt Kabelröhren und solche Dinge. Die sind ja recht gut und schön. Kabelbinder muss ich aufschneiden, diese Röhren muss ich wickeln, das sind so Spiraldinger, wo ich Kabel reinschieben muss oder ich schiebe die Kabel durch. Was ist, wenn ich das Kabel schneller rausnehmen möchte, schneller reingeben möchte? Hat mir die Idee von Humail eigentlich ganz gut gefallen. Ich habe das eigentlich vorher noch nie gehört. Die haben eine Lösung für dieses Problem hier. Und zwar haben wir die mehrere solche Dinger geschickt. Das ist ein Neoprenstoff mit mehreren Löchern und einem Zip. Also man kann hier die Kabeln reingeben und dann mit einem Zip verschließen, so wie wenn man eine Jacke verschließt. Dann zippe ich das hier zu und dann habe ich mein Kabel in so einer Art flexiblen Kabelkanal drinnen. Und wenn ich einen längeren Kabelkanal brauche, dann nehme ich einfach den Teil hier und den Teil hier, zippe die zusammen und ich habe eine Möglichkeit, mit einem kleinen Abstand einen Kabelkanal zu machen. Ich habe auch überall diese Löcher und das sind alles Ausgänge, wo ich einfach meine Kabel zwischendurch rausschieben kann. Wir werden gleich einen Praxistest machen und schauen, ob das hier in sowas gut sich verwalten lässt. Die haben hier auch solche, da kann ich anscheinend diese Röhren reingeben, also diese Kabelröhren irgendwie verwalten, und das sind so Selbstkleber, da kann ich in die Wand picken oder was auch immer. Dann haben die mir auch so ein Klettverschluss, Klebeding geschickt, da kann ich auch mehrere Kabel zusammentun. Also zu Firma Humail kann ich nur Folgendes sagen. Die Firma hat den Slogan Everything Can Be Folded, eine neue Firma, die sich spezialisiert hat auf Produktverstauung. Ich lese da nur die ganzen Daten ab. Das Produkt selber, was wir haben, ist ein Humail Cable Hider Sleeve. Es ist ein 4-Pack, was ich gekriegt habe, mit Zipper, weil ich habe 4 von den Würsteln gekriegt. Das Produkt kostet aktuell, also die haben mir den Preis geschickt von $10 und den Amazon-Link dazu. Ja, die haben auch eine nette Homepage. Die Homepage-Adresse heißt humail-home.com. Und dort gibt es auch diesen 4-Pack Cable Sleeve. Aktuell nicht $20 kostet, sondern $10. Available on Amazon Now steht da. Wenn ich den US-amerikanischen Amazon-Link anklicke, passiert nun nicht sehr viel. Ich habe das jetzt auf Amazon nicht wirklich gefunden. Ich meine, es gibt sowas Ähnliches, kostet aber auch um den Preis herum. Humail, wenn ihr euch das anschaut, schaut nochmal, ob das eben Amazon drinnen ist. Wenn es in Amazon drin ist und ich kriege den Link noch, dann gebe ich ihn euch auf jeden Fall in die Videobeschreibung rein. Jetzt so akut habe ich ihn nicht gefunden. Und jetzt schauen wir uns an, wie das Teil funktioniert. Also ich platziere hier meine Kabeln drinnen und kann sie dazwischen durch immer rauslassen. So, jetzt haben wir diesen Kabelschlauch. Im Prinzip sind das alle Kabel, die ich vorher in der Hand gehabt habe. Das passt natürlich von der Länge her nicht. Das heißt, wir werden das jetzt einmal mit einem zweiten ergänzen und dann die Kabeln so sortieren, dass sie überall rauskommen, und dann schauen wir mal weiter. So, jetzt habe ich zwei solche Dinge zusammengehängt. Was ich gemacht habe, ist, ich habe hier in einem Ende, lasse ich alles rausschauen. Dann habe ich die ganzen Dinge verlegt. Ich habe hier zusammengehängt. Die langen Kabeln hängen immer noch raus. Da könnte ich noch ein drittes dranhängen oder zwischendurch immer wieder Kabeln rausragen lassen. Ich finde es sehr nett. Es ist eine sehr nette Storage-Lösung. Ich muss schon sagen, es ist auch praktisch. Ich muss nicht viel futzeln, weil ich mache einen Zip auf, lege das Kabel rein, Zip zu, fertig. Gefällt mir. Und mit dem anderen Teil hier kann ich es dann sogar an die Wand montieren. Dann stecke ich alles an, hier, an diesen USB-Stromversorgungen. Ich habe schnellen Zugriff. Ich brauche nur aufs Ende schauen. Alle sind zum Beispiel damit Strom versorgt. Brauche dann nur mehr aufs Ende schauen. Aha, das ist das. Oder das ist, also ich kann alle meine Geräte dranhängen. Bei einer 4er-Packung um 10 €. Würde ich mir wahrscheinlich schon noch kaufen. Aber das muss dann natürlich jeder für sich entscheiden. Alle Links, die ich habe, zu den Produkten oder zu der Homepage von der Firma, werde ich in die Videobeschreibung geben. Wenn ich noch aktuellere Links von Amazon oder so bekomme, dann wird das natürlich auch in der Videobeschreibung ergänzt. Jeder soll für sich einfach entscheiden, ob es braucht oder nicht braucht. Das zu Humail. Danke Humail fürs Zuschicken. Ich glaube, die 10 € kann man durchaus investieren. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Kommentar da, teilt es, abonniert den Kanal, wenn ihr mehr dieser Videos sehen wollt oder wenn ihr einfach meine neuen Videos nicht mehr verpassen wollt. Ja, und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao!